jeden Tag eine gute Tat sozusagen. Das ist eigentlich das, was mich motiviert. Es ist schön, dass man Menschen helfen kann. Dass man auch früh mit denen zu tun hat, in die Geschichte einlesen muss und auch Verständnis oftmals finden muss, auch für die Menschen. Ich finde, das fördert die Empathie brutal und aber auch das Einfühlungsvermögen. Und das ist halt das Schöne an dem Beruf. Also wir hatten Patienten, die sind reanimationspflichtig ins Herzkatheterlabor gekommen. Und als man dann fertig gestentet hatte, haben die Augen aufgemacht und haben gesagt, wo bin ich hier? Ich will jetzt nach Hause. Man sieht gerade in unserer Abteilung viel Erfolge gemeinsam. Oft kommen Patienten zu uns und wir haben fast keine Hoffnung, dass die wieder auf die Füße kommen. Und trotzdem, nach Wochen oder Monaten, geht der Patient vielleicht am Rollator raus von Station und das bringt ein riesengroßes Erfolgserlebnis. Und das feiert man auch im Team, weil man weiß, dass man es gemeinsam erreicht hat. Es geht prinzipiell nur, wenn alle zusammenarbeiten und sich gegenseitig auch stützen und eben gegenseitig auch dafür sorgen, dass jeder seinen Teil des Jobs erledigt, aber eben nicht getrennt voneinander, sondern gemeinsam. Jeder Patient setzt voraus, dass wir super gut miteinander zurechtkommen. Und das schaffen wir hier in Landsberg echt gut. Auf manchen Stationen ist so, das Team mit den Ärzten, Therapeuten und wir Pfleger ist wie eine Familie, kann man sagen. Wir arbeiten zusammen, wir helfen den Menschen und man ist so, nicht, ich bin was Besseres, ich bin ober dir, du bist unter mir, du wäschst nur. Nein, ist überhaupt nicht so. Also da ist man echt ein Team. Teamwork ist allein schon deshalb wichtig für so eine Einrichtung, weil nicht nur alle Mitarbeiter davon profitieren, sondern am meisten der Patient. Wenn alle sich miteinander verketten, nur dann kann eine ganzheitliche, vernünftige Behandlung der Patienten stattfinden. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich austauscht, dass nicht nur jung arbeitet, sondern auch die alten Hasen ihre Erfahrungen und das Wissen einfach weitergeben können. Die Menschen singularisieren, sie werden immer älter, sie werden bleiben alleine. Wer kümmert sich um diese Menschen? Ja? Also wir haben da schon auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Ich empfinde das als Auftrag, den ich mir selber gegeben habe, gar niemand anders, sondern mich auch zu kümmern um das, was neben mir. Wer bin ich, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, um das Leid der anderen nicht sehen zu können oder die Hilfe oder sonst was sie brauchen? Ich habe einen sozialen Beruf erlernt, einen Sozialberuf. Da brauche ich die soziale Verantwortung. Natürlich ist Qualität und Innovation für mich auch hochgeschrieben, da ich für mich selber den Anspruch habe, qualitativ hochwertig zu arbeiten. Also ich persönlich habe natürlich eine soziale Verantwortung. Erstmal arbeiten wir hier im großen Team und in schwierigen Situationen merkt man hier tatsächlich irgendwie, dass man ein Team ist.